Guten Tag zusammen, wir sind's wieder, eure Jungs von Random 4. Wir sind mittlerweile am fünften Tag, sehe ich das richtig? Ja, fünfter Tag. Am fünften Tag des Workshops angelangt. Heute wieder ein sehr ereignisreicher Tag. Wir sind gleich am Morgen aufgestanden und haben unser Hotelzimmer geräumt, da wir leider nicht mehr länger dort bleiben konnten, weil alle Zimmer ausgebucht waren. Nun ja, wir haben dann eine neue Parkgelegenheit für den Wagen gesucht, sind ungefähr 30 Kilometer durch die Stadt gelaufen, gefühlte 30 Kilometer, haben uns dann wieder zum Medienpark begeben und hatten den ganzen Tag recht aufschlussreiche Seminare. Vini, kannst du dazu was erzählen? Ja, wir hatten Vorträge. Der mir am meisten hängen geblieben ist, tolle Sache, war bei Thorsten Wingenfelder. Thorsten Wingenfelder ist der Gitarrist von, oder war der Gitarrist, es gibt die Band nicht mehr, von Fury in the Slaughterhouse und hat so ein bisschen aus seinem Leben als... aus dem Nähkästchen geplaudert, aus seinem Leben als... als Gitarrist eben mit Fury in the Slaughterhouse. Und sehr, sehr interessant. Er hat uns da wertvolle Tipps gegeben. Danach haben wir noch mit dem ehemaligen Chef von EMI, der EMI ist eine der 5 größten Plattenfirmen hier in Deutschland, haben wir mal ein bisschen geredet, was der so Schönes auch verbrochen hat die letzte Zeit. Und total toller Tag. Also wir haben heute sehr, sehr, sehr viel mitbekommen. Das Essen war, wie soll ich sagen, mittelmäßig, macht aber nichts. Ich meine, Musiker sind ja froh, wenn sie überhaupt mal was zu essen bekommen. Also reinhauen, würde ich sagen. Was haben wir heute sonst noch gemacht, Bälle? Wir sind umgezogen und zwar zu der netten Dame namens Mai, die uns kurzerhand ihr Schlafgemach zur Verfügung gestellt hat. Moment, ich zeig mal kurz, guck mal. Hier schlafen wir heute. Auf dem Tisch. Nicht auf dem Tisch dahinter, auf der Dingens, ne, Couch. Und wird kuschelig. Ja. Wird sehr kuschelig, ja. Nun ja, auf jeden Fall, wir sind jetzt noch in einen Jazzclub eingeladen von dem Workshopleiter. Er will sich die ganze Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen, was wir so getrieben haben. Ich hoffe, er nimmt es nicht wörtlich. Flick, Rick und Roman suchen erneut nach einer Parkgelegenheit für den Wagen, wie es so schön in Köln ist, da jeder Parkplatz nur 2,50 die Stunde kostet. Jo. Wir müssen auch schon weiter, weil wir bald schon das erste Kölsch wahrscheinlich lernen müssen, oder sehe ich das richtig? Ich denke auch, ja, ein bisschen Musik hören, ein bisschen treffen heute noch mit den anderen Bands und dann schauen wir mal weiter, wie es dann morgen so geht. Ne, morgen starten wir in die SHE zum letzten Tag und werden dort mal ein paar richtig geile Bandfotos machen mit professionellem Fotograf. Außerdem eine sogenannte EPK. Eine EPK ist ein Electronic Press Kit. Ganz tolle Geschichte, da das ist im Prinzip eine Bewerbung, wie es früher eben per Papiermappe gemacht worden ist, bloß halt ganz elektronisch. Und da werden wir gefilmt und ich bin mal gespannt, was da morgen zu tun gibt. Näheres erfahrt ihr morgen, beziehungsweise übermorgen, weil wir vielleicht gleich anschließend die Heimreise antreten werden. Aber spätestens am Sonntag bekommt ihr ein schönes Fazit von unserem Trip. Ja, ich denke auch. Also dann, mach es gut, ne? Schönen Gruß nach Hause, wie immer an Mutti. Und dann würde ich mal sagen, gute Nacht und bis morgen. Ja. Gut. Tschüss.